Sie wissen, wir haben aufgrund der Erfindung der Antigentests die Möglichkeit, jetzt breite Massen der Bevölkerung zu testen. Diese Möglichkeit hatten wir lange Zeit nicht. Jetzt können wir Millionen Tests am Markt kaufen. Und das ist, wie wir von Anfang an immer gesagt haben, eine große Chance, natürlich das Infektionsgeschehen unter Kontrolle zu halten. Ich habe vor knapp 14 Tagen angekündigt, dass wir in Österreich Massentests durchführen wollen, und habe die Bundesländer, die Gemeinden, den Städtebund, viele Freiwilligenorganisationen hier um Unterstützung gebeten. Es gab am Anfang bei einigen viel Sorge, ob denn das logistisch möglich ist. Es gab einige, die gesagt haben, das ist niemals innerhalb von einigen Wochen zu organisieren. Und ich bin sehr froh, dass jetzt alle Bundesländer imstande sind, dieses Projekt schneller umzusetzen als ursprünglich gedacht. Wir haben mit allen Bundesländern mittlerweile Termine vereinbaren können. Alle Bundesländer werden Massentests noch vor Weihnachten durchführen, und zwar schneller als ursprünglich gedacht, schneller als ursprünglich vermutet. Daher ein großer Dank an die Bundesländer, aber auch an Gemeinden und Städte und insbesondere natürlich an alle freiwilligen Organisationen, die hier mithelfen. Ich kann gar nicht alle nennen, aber stellvertretend für alle, die hier tätig sind, die Freiwillige Feuerwehr, das Rote Kreuz und natürlich noch viele andere. Ich bin der Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sehr dankbar, dass sie einen wirklich guten, professionellen Beschaffungsprozess aufgestellt hat. Gleich zu Beginn der Pandemie hat die Kommission versucht, mit mehreren Pharmakonzernen Verträge abzuschließen, Vorkaufsrechte für die potenzielle Erforschung eines Impfstoffes. Es gibt mittlerweile mit 6 Pharmakonzernen Verträge. Und bei 2 rechnen wir damit, dass eine Zulassung schon im Dezember erfolgen wird. Das bedeutet, wir werden im spätestens Jänner, vielleicht sogar ein paar Tage früher, noch im Dezember, die ersten Impfungen in Europa und somit auch in Österreich durchführen können. Wir werden mit älteren Menschen, Risikogruppen und dem Gesundheits- und Pflegepersonal beginnen, um denjenigen zunächst den Impfstoff zukommen zu lassen, die ihn ganz besonders brauchen. Wir werden die Strukturen, die wir jetzt auch bei der Aufstellung von Massentests erlernen, verwenden, um dann möglichst schnell in die Fläche zu kommen, sobald auch die entsprechenden Lieferungen da sind. Der Satz, den ich im August gesagt habe, nämlich, dass es Licht am Ende des Tunnels gibt und dass wir mit einer Rückkehr zur Normalität bis Sommer rechnen, der wird immer wahrscheinlicher. Wenn wir davon ausgehen, dass wir im Jänner zu impfen beginnen können und die Tranchen so geliefert werden, wie wir das derzeit erwarten, dann bedeutet das, dass wir von Monat zu Monat, Schritt für Schritt mehr und mehr in Richtung Normalität zurückkehren können, um dann hoffentlich bis zum Sommer einen so hohen Anteil der Bevölkerung geimpft zu haben, dass wir die Pandemie für beendet erklären können, dass wir das Virus gemeinsam besiegt haben und endlich wieder unser normales Leben führen können.